So, da sind wir wieder. Face Marmor am Abbauen. Ich brauche für meinen unterirdischen Gang so viel Marmor, deswegen. Ist ja egal, ich auch. Okay. Achso. Ja. Bin da, also wo gehen wir lang? Da so, ne? Erstmal am Rand und dann. Ich sehe gar nicht, wo du überhaupt bist. Hier unten. Unten. Wo ist denn unten? Warte. Da. Jetzt muss ich wieder hier hoch. Weil da kommen noch mehr Wälder. Da hinten kam so was Verdörrtes, da kam was Grünes. Ich würde gerne lieber erst ins Grün. Oh, rot! Was? Bitte was? Wir haben, guck mal, wenn du mal so guckst, ne? Voll die Schneise gezogen auf der Karte. Hier wollte ich bleiben, ne? Es ist scheinbar auch was größer, guck mal. Da sind zwar Flüsse, sieht. Mhm. Ne, da auf der anderen Seite geht auch noch Land. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen was gefunden. Ja, lauf mal vor. Laufen zwar jetzt nicht mehr so gerade, aber. Ist ja egal, aber so decken wir die Karte ein bisschen auf. Weil da geht's ja auch gerade durch weiter erst. Also ich glaube, wir haben jetzt was Größeres gefunden. Das ist jetzt nicht nur. Oh, erstmal irgendwo hier durchkommen. Tag! Was? Post. Ich hab nur gesagt, Tag. Ein bisschen Wasser. Ja, hier siehst du vor lauter Bäume nichts mehr. Ja, da ist Wasser. Da hinten, keine Ahnung, was da ist. Hier ist war Wasser. Da drüben geht es weiter dann mit Wäldern. Ja, dann, warte. Nach dem Wasser. Können wir aber so außen rumlaufen. Ja, warte. Ich würde hier unten, hier, warte. Warte, ich bin noch. Ja? Wo bist denn du jetzt? Hier, hinter dir. So, ich würde hier. Na, jetzt komme ich in den Mau. Ich würde hier lang laufen, vielleicht. Also ich laufe hier so lang. Hier so auch, geht auch. Das Wasser ist aber. Es geht aber. Hier, ich bin hier unten. Ich sehe es. Muss mal aufpassen, dass meine Schuhe nicht leer gehen. Weil ich auf der letzten Reise, da war ich alleine unterwegs. Da sind mir die Schuhe leer gegangen. Und hier ist ein Fluss. Warte mal. Wird's cooler. Guck mal hier, hier ist so ein Gaskies. Hui! Ne, das ist was. Okay. Kupfer. Und Eisen. Ja, du hast die tolle Schuppe. Oh Mann, eh wieder halbe. Komm, ich muss mal vielleicht was essen. Das sieht etwas größer aus. Da sind nämlich kleinere Flüsse. Da, also links geht's scheinbar auch noch weiter. Also ich glaube, wir haben jetzt ein größeres Land gefunden. Da ist wieder Wasser, wo in die Richtung, wo du läufst. Ja, ja, aber da ist wie so eine Zunge, siehst du das? Als ob. Ja, ja. Warte, ich guck mal. Oh, hier. Ja. Oh, das ist alles gelb und grün. Bäume. Okay. Also weiter. Ja. Boah, vor lauter Bäumen findet man hier nichts. Wo bist du hin? Ich bin unten durch. Sehe ich nicht mehr. Oh, der See sieht schön aus. Welcher See? Ist. Ich bin gerade an so einem See ganz außen. Ganz außen? Auf welcher Seite liegt der See ungefähr? Guck mal auf die Karte. Rechts oder links? Ja, rechts. Direkt da in der Nähe. Das ist kein See. Ja, das ist kein See direkt. Das ist das Meer.
Warte, ich gucke mal. Unsere Boote sind weg, da weißt du, ne? Wir haben uns verloren. Jo! Wir finden uns schon wieder. Inne. Weil ich bin auch irgendwo am Meer. Siehst du die Seerosen? Ja, ne? Nee, die sehe ich nicht, aber ich glaube, warte mal. Von mir aus kann ich von auf einer Insel gucken, also auf die andere Insel, wo wir herkamen. Na, so ich bin nicht. Ach, dann bist du da hinten. Alter, wie weit geht das noch? Da kommen noch Mammuts. Wo bist du denn jetzt? Hinten. Ich bin immer noch am Rand, ganz nah am Rand. Ich laufe mal den Rand ab. Also wenn du rechts bist, am Meer, da wo auch die eine Insel war. Also ich kann auch bis zum, also ich kann auch ein Stück vom Kirschblütendings sehe ich schon. Also kann ich drauf gucken. Bist du am Sand? Ja. Nee, ich hab Kies. Und Erde. Aua, ich häng im Baum fest. Nee, dann hab ich dich komplett verloren. Warte mal. Bist du komplett falsch, dann bist du im Kreis gelaufen und irgendwie zurückgegangen. Nee, bin ich nicht. Ich bin schon weiter weg. Wenn du das Kirschblütental siehst, das ist genau entgegengesetzt. Ach, warte. Wo Kies ist, ich sehe Kies. So. Ich glaube, ich habe dich auch gesehen. Ja, du bist komplett wieder zurückgelaufen. Ja. So, siehst du mich jetzt? Ich habe aber einen Freeze. Ich glaube... Ja. Java. Reagiert nicht. Programm schließen. Ich warte hier auf dich. Pedro hat das Spiel verlassen. Ja. Hey. Spielabsturz. Ein unerwartetes Problem ist aufgetreten. Jetzt starten wir nochmal neu. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das stimmt. Aber war jetzt auch kein Error, sondern nur ein unerwartetes Problem. Und ja, dieses Java... Java hat ja auch nicht mehr reagiert bei dir, ne? Boah, das hasse ich so an Java, ne? Diese Füße, das ist so... Oh. Das ist der einzigste Nachteil an Java. Dieses Lastige. Ja, das stimmt. Und ich habe eigentlich schon einen geilen PC, also... Dem macht das nix. Dem PC macht das nix. Ich habe jetzt heute bei mir mal noch höher gedreht gehabt. Mhm. Den Speicher auf 16 GB hoch. Vorher hatte ich ja immer so auf 12 oder was. Jetzt habe ich 16 GB. Ich habe ja 32 GB RAM. Ja, ja, klar. Aber Lacken tut trotzdem zwischendurch. Also. Ich muss noch mal gucken, wo der auch seinen Java herbezieht. Boah, das ist so ätzend. Also das hasse ich ja, das finde ich bei Minecraft so schade. Und für die Windows 10, also die 10er Version, da gibt es ja keine Mods oder du musst halt kaufen. Schon. Ja, ich sehe dich auch. Oh cool, das sind Wochen. Hm? Geil. So, gehen wir jetzt hier lang? Schön. Ja. Nur denk dran, ich kann nicht so hoch springen. Deswegen, ich muss echt immer durch die Bäume durch. Ja, ich gehe jetzt auch durch die Bäume dann durch. Das, weil du deswegen warst gar nicht haben mal weit weg von mir. Da. Hier sind die Blüten. Ach so, da warst du. Da bin ich, glaube ich, irgendwann auch mal vorbei. Deswegen, ich bin nachher nur am Rand irgendwo Wasser. Rum hier tigert. Ob ich dich vielleicht sehe. Obwohl, du hättest auch markieren können, wo du bist. Ja. Weil wer jetzt...
Ja, aber die hätten wir doch entfernen können, die Markierung. Ja, klar. Oh, warten. Was? Atem? Warten, ich muss essen. Ach so, atmen, habe ich verstanden. Atmen, ich muss essen. Einen Schluck Kaffee trinken. Oh Gott. Jetzt können wir uns auch hinlegen. Ja. Ich liege. So, ich liege. Oh, sieht das schön aus, das Rot. Minecraft ist so ein schönes Spiel, ne? Ja, ich bin im Baum aufgewacht. Ich habe im Baum geschlafen. Bist nicht zum Lachen bringen, ich habe gerade getrunken. Ach so. Hier. Und kommt halt aus Nase und... Oh. Ja, da habe ich noch so eine schöne Erinnerung. Die Cola. Wenn du dich dran erinnerst. Ja. Das tat voll weh. So, jetzt laufen wir so ein bisschen hier am Rand rum. Erstmal, genau. Aber da in der Mitte ist ein See, also ich glaube, das ist was größer, was wir jetzt gefunden ich hab haben. Ein Dorf, ein Village gibt's hier. Für eine Spinne. Oh ja, hab ich auch. Ja, ich gucke auch mal zwischendurch und dann gehen wir aber auch mal ein bisschen rein, um vielleicht noch ein bisschen was zu entdecken. Ach so, ne? Wie kommst du denn jetzt hier hoch? Oh, ich finde schon Weg. Ja, wobei ich kann auch nicht so einfach springen. Guck, ich bin hinter dir. Also ich komme da schon hin. Also so ist das nicht. Es gibt immer Wege. Möglichkeiten. Ich versuche irgendwie da zum Village zu kommen. Das ist ja jetzt gerade mal so der Umstand hier irgendwie. So, jetzt müsste es gleich kommen. Aber guck mal, wie groß das hier wird. Das wird immer größer. Also, das ist zwar mehr, aber das ist nicht so was Kleines. Das ist keine kleine Insel. Ich guck mal eben einmal, wo der Village abgeblieben ist. Ah, nee. Doch. Ich seh's, also, ich seh's auch. Wir müssen hier so lang. Oh, guck mal, wie schön hier. Du läufst in die falsche Richtung. Ja, ich versuche hier auf dem Boden. In die Richtung ist das. Da so. Wo bist denn du? Oder? Ja, bin nur ein bisschen außenrum, weil. Das ist ein kleines Dorf. Guck mal, wie schön das hier ist. Ja, die haben auch die richtig grünen Sachen, ne? Boah, guck mal, wie schön. Das ist ein ganz kleines Dörfchen. Oh. Und die haben wieder Wasser gebaut. Oh, die sind sehr glorreich. Oh, ich komm mal nicht rein, warte. Oh, Steine. Er nimmt einen Basteltisch. Dreimal. Ich will aber und gibt dir dann einen Zinnbeerenbusch. Haben. Was denn? Hier gibt's keine Truhen. Ach doch, doch. Was haben die denn da? Verbreiter Tinkers Konstrukt, die haben hier diese Eisenschildbrett. Feuersteinmesseln. Oh, das nehme ich mir wieder alles mit. Das sind Kolben, okay. Hier haben die Tinker alles. Hier haben die auch die ganzen Schablonen. Ja, warte. Ja, deswegen. Die sind gemein, ne? Ich habe nur so ein 2-3-Mann-Dorf. Das ist doch egal. Ich sag's doch nur. Entschuldigung, ich was sag, ey. Alter. Ist der alleine hier? Nee, hier muss immer noch einer sein. Ah, die Schablonen. Komm ich da rein bei dem? Ist das ein Gefängnis? Ist das ein Gefängnis? Ich trau mich nicht raus. Nee, ist das eigentlich nicht. Wieder nur Scheiß gebaut. Goldmünzen. Der nimmt 20 Goldmünzen und dafür kriegst du einen Smaragd. Hier ist nichts drin. Was haben die hier? 16 Erbsen. Kriegst du einen Smaragd. Erbsen? Mhm. Der nimmt rohes Hühnchen. Oh, warte mal. Das muss ich mir aufschreiben. Erbsen habe ich nämlich daheim. 16... Erbsen. 16 Hühnchen, ne? Mhm. 20 Goldmünzen. Und hier ist eine Höhle direkt. Alter, die haben echt super gebaut, ey. Das Hinterhof war fast. Wie nennen wir das Dorf denn?
Dorf der Erbsen, so. Guck mal, jetzt können die Wischens raus. Dorf der Erbsen, gut, dann nehme ich das jetzt auch so hier so. Wo bist denn jetzt? Ich bin noch hier drin, ne? Achso, okay. Ja. Dorf der Erbsen. Sehr, sehr... Nur diese zwei Häuschen hier, ne? Ja, hier ist auch einer. Oh. Den hattest du, glaube ich, bestimmt. Ja, ja, genau. Und der mit den Goldmünzen. Ja. So. So, in welche Richtung wollen wir weiter? In die Richtung? Ich würde jetzt sagen, so mehr Richtung da Tannenwald oder was da ist wieder. Ja, vielleicht. Dann würde ich ja mal in die Richtung gehen. Ja. Weil vielleicht was finden wir jetzt mal auch außergewöhnliche Bauten. Himmelsstein. Ja, da könnte eine Himmelstruhe irgendwo sein. Hammer? Ja, dann. Ja, komm, dann lassen wir. Können wir ja immer noch. Jetzt mach ich. Ich bin schneller mit meiner Spitzhacke. Das stimmt. Da habe ich auch Diamanten drauf gesetzt. Ich habe keine Diamanten drauf, das merke ich gerade. Hier ist die Truhe. Hab's ja schon. Und was ist drin? Himmelsstein, Kupfernugget, Gravur, Logo. Da sind Logik, die Druck, Dings, die Bronze. Gravur, ja, da sind Gravuren drin. Zack, fertig. Deswegen. Also, deswegen wollte ich das ja auch lalalala machen. Ja, vielleicht finden wir ja hier auch irgendwo mal einen Tempel und was Interessantes. Okay, hier bestimmt nicht. Das ist nur so eine. Da habe ich mir auch gerade gedacht. Uah. Könnte das hey, sein? Spring. Eine unterirdische Stadt sein? Guck mal. Unterwasserstadt. Aber wir haben keinen Lufttrank. Ne, hab ich keinen bei. Aber könnte vielleicht, weißt du, was ich meine? Ja. So sehr. Findest du eigentlich auch Flowstone. In der Nacht aber siehst du die am besten. Uah. Aber guck mal da unten, da ist wie so ein Krater. Wo? Im Wasser. Mal ins Wasser. Ich von mir aus ist das so ein bisschen, das ist wie so ein Krater. Das könnte auch. Aber ohne Trank. Siehst du den Krater? No. Aber ohne Trank kannst du es vergessen. Da sind wir ja, ich habe jetzt leider keine Tränke dabei. Ich glaube, ich habe auch. Doch, ich habe wohl einen. Einen habe ich. Ich glaube von einer Hexe oder so. Ich weiß nicht mehr, ob ich den. Oder von hier? Sieht schon mega aus, ne? Mhm. Also auf jeden Fall was Größeres haben wir jetzt mal gefunden. War das? Der eine wollte rohe Hühnchen. Ja. Da ist eins. Hühnchen in Ruhe. Es sind Smaragd. Ja, du brauchst aber 16. 5. Nein, 16. Ja komm, wir müssen weiter das Land verfolgen. Guck mal, wie riesig die Insel hier ist. Naja, wir müssen aber außen rumgehen. Ja. Ja, aber wir müssen ja auch innen, weil das könnten sein, dass Tempel innen sind. Das kann sein, dass das ein riesen Landabschnitt ist und du da Tempel oder Waldhäuschen und so findest. Nee, wenn wir jetzt außen rumlaufen, liebe Fee, guck mal, wo wir dann wieder landen. Ja, aber da ist noch was. Guck doch mal auf der anderen Seite. Ja, ja. Das ist riesig. Das heißt, wir müssen in die Richtung jetzt laufen, ne? In die Richtung. So. Ja. Ein bisschen mehr rein. Ausnahmsweise. Aber hier kannst du auch dann, hier weißt du noch diese... Wird es schon wieder dunkel?
Vor allen Dingen hier so drin findest du ja auch die ganzen Häuschen und sowas. So rein meinst du, ne? Genau, so ein bisschen mehr rein. Ich weiß noch, damals auf irgendeiner Map hatte ich doch dieses Schienen, also hier so eine... Lauf mir nicht weg. Ich komme noch nicht so schnell hoch. Pferde! Wo bist denn du jetzt schon wieder? Nur den Bergstein runter, oder? Ich komm zurück. Da, hier, eine andere Richtung. Ah, da. Ja, weil du bist ein bisschen schneller auf ich. Pferde. Oh, cool. Guck. Ja, spring rein! Juhu! Ich habe aber keinen Sattel und ich habe auch keinen Safari. Ich habe zwei Safari-Netze zu Hause. Ich habe keins mitgenommen, ich dumme Hörnchen. Ja, für Hunde und so, ne? So meinst du, hier rein, ne? Jetzt, so, langsam. Ja. So. Ich glaube, wir sollten uns langsam schon mal das Bett. Ja, noch geht es. Wo bist du? Hier rein, so. Ja. Ja, weil wir müssen gucken, weil das ja riesig groß doch ist. Vorsicht. Das Land ist gar nicht mal so klein. Vorsicht, hab ich gerade gesagt. Ja, ja, sehe ich doch. Ich bin umschippert. Sollen wir mal Bettchen aufstellen? Ja, noch geht es. Das ist Aluminium. Aluminium will ich nicht. Tropischer ja, Garten, den habe ich noch nicht. Ey, danke! Oh ja. Dass du mir die weggenommen hast. Nee. Doch, du hast eingesammelt. Du bist durchgelaufen. Oh, ich muss pennen. Bett steht, ciao. Ja, den hat sie, nee, hat sie mir nicht weggenommen. Weißt du, sehe, wie die gerade einsammelt, während ich da gerade am Pflücken war. Komisch. Oder kein tropischen Garten. Achso, dann hab ich den. Aber auch nur zwei Pflanzen davon. In die Richtung. Aber hier ist wieder Wasser. Ja, da gehen wir auch wieder Richtung. Achso. Du meinst in die so in die Richtung. Ja, weil guck mal, wie weit das da ja noch geht. Siehst du mich noch? Ja, ne? Hä? Ich war jetzt gerade selber am gucken. Siehst du mich jetzt? Ja, ja. Du meinst in die Richtung, ne? Dann? Ja, also da, wo, genau, wo noch... Ist da auch Wasser gewesen, oder? Nee, war da nicht. Wir sind nur am Rand gelaufen. Vor allen Dingen sind hier Flüsse und sowas. Das ist ein komplettes Landstrich. Also es ist eine riesen... Ja, Höhle. Das ist keine Insel. Das wollen wir jetzt nicht. Das ist keine Insel. So wie das letzte Mal. Das ist richtig... Ein sehr großes, bebaubares Land. Ich merke es gerade. Na guck mal, das geht ja weiter und weiter. Da ist ja nur ein Fluss. Da ist ja nur so, ja, ein See. Und da geht ja wieder Waldwasser. Ja, ich muss mal eben mich einmal ein bisschen koordinieren. Einfach hier hoch wahrscheinlich. Da ist Wasser, jo, alles klar. Dann gehen wir hier einfach weiter hoch. Weil wir sind ja nie fürs Bauen gewandert. Wir sind ja vor Ort geblieben und wir sind ja wirklich auf so einem kleineren Landstrich. Ich hätte nur doch ein bisschen übers Meer schippern sollen. Das können wir halt ja nachher noch. Kommst du da hoch? Ja, ne? Ja, ich finde schon Weg. Und so ja, nehmen wir jetzt so nicht den Weg, dann mache ich jetzt den Springer einfach. Muss halt. Ich warte oben, ja. Muss eh jetzt ja, mal ich essen. Ich muss durch auch ein bisschen abbauen, aber es geht schon. Weg muss er jetzt eh mal was essen. Mann. Warte mal, ich habe doch genug Erde jetzt gesammelt. Mach mal ganz einfach. Da setzt sich ein Dackestift dahin. Ist so schlimm? Nö, nö. Ist gut. Ja, was willst du so. Da. So. So, ich komm hoch. Ja, jetzt bevor ich... runter, da würde ich lachen. Das ist, glaube ich, stimmt. Ja, aber bevor ich da doch weiß, wie... Oh, ist das ein Riesenland. Wir hätten doch mal wandern gehen sollen. Da direkt das Erstbeste zu bebauen. Wenn du gut springst, landest du im Wasser. Nö, spring hier ein bisschen anders. Hab ich gehört. Ich hab aber nur ein Herz weg gehabt.
Nein, so lange nicht. Oh, ich will nicht diese Größe. Nein, hier müssen wir wieder hoch. Was sind da? Ach, das geht aber. Großen Blümchen. So geht's aber. Oh, direkt einen Weg gefunden. Oh, und dann geht's schon wieder runter. Eieiei. Weil da ist nämlich dieses Gräuerliche. Das baut sich jetzt immer mehr auf. Das sieht aus fast wie Sumpf. Sumpf haben wir auch, wenn wir hier weiter. Guck mal. Wo denn? Gerade durch, ne? Ja, ja. Wenn du gerade durch auf der anderen Seite, da sind diese Sumpf, die riesen Sumpfbäume. So eine, weißt du, so eine. Ah, wie heißen die nochmal? Bist du jetzt hinter mir noch? Ja, ne? Naja, so eine Sumpf. Das ist so ein Baum, der wächst mehr am Sumpf, weil der so ziemlich extremst wurzelt auch. Dann lass doch. Jetzt bist du gesprungen. Hä? Jetzt bist du bei mir voll gesprungen, so. Also, weißt was? Du, was das. Was ist dann, wenn die Rechner nicht hinterher kommen? Weil eigentlich vom Internet her kann das nicht kommen, weil wir haben echt. Nee, das ist. Connect. Das ist teilweise hier das. Das Gebiet. Weil das echt heavy ist. Ja, was? Oh. Ja, super. Jetzt muss ich mich hier hochbauen. Ja. Entschuldigung. Oh, das nee. Ist Raw. Loamy Dirt. Sumpfgebiet, also so sumpfig. Oh. Wo bist du? Oben schon. Okay, ich höre nämlich einen Zombie und ich. Siehst du mich? Ja, da, hier. Okay. Ja, ich muss. Oh. Das ist die hässliche Erde. Mhm. Ja, ist doch so ein bisschen Sumpfland. Oh, guck mal hier. Warte. Mit dem Wasserfall. Oh, das ist geil. Aber hier auf der rechten Seite ist das was grüner. Guck mal. Das sind so Abschnitte, da sind zwar Flüsse, da kannst du aber drüber. Ja, wenn das Buch jetzt quer guckst. Links meine ich. Vielleicht sollte man ein bisschen mehr nach da, weil da sieht es schöner aus. Es geht ja nicht um ein schöner. Wie nennen wir die Gegenden denn hier? Den Abschnitt. Sumpfland. Sumpfige Lande oder was? Ja. Alter, guck mal, wie heftig viel. Das ist hier so Dschungel. Guck mal, Tropen. Oh, mein Handy geht, warte. Jojo, alles gut.